So, ich möchte euch einmal zeigen, wie einfach man die Sicherung wechseln kann, wenn so ein Netzteil nicht funktioniert, wie dieses hier gerade. Das passiert recht häufig und immer wieder habe ich Kolleginnen und Kollegen, die mich fragen, wie geht das denn? Ganz einfach, Netzstecker abziehen. Hier hinten steht auch schon, was für eine Sicherung man braucht. Also dort steht 1,25 Träge Sicherung. Ich brauche einen Schraubendreher, um das hier hinten hochzuhebeln. Schwarz auf schwarz sieht man nicht gut, aber hier ist die Sicherung. Und wenn ich die rausdrücke, dann sehe ich auch schon, die sieht nicht mehr gut aus. Schwarz. So, jetzt ist hier in der Regel sogar eine Ersatzsicherung drin, die ich benutzen kann. Ich habe mir aber einmal Sicherungen bereitgelegt hier und auch schon eine herausgenommen, weil ich damit gerechnet habe, dass ich die brauche und dann brauche ich nicht die Ersatzsicherung nehmen. Wenn es mal schnell gehen muss, dann nehme ich die Ersatzsicherung. So, einfach rausgezogen, reingesteckt, dann sieht man das hier hinten. Ich stecke das da rein und drücke einmal drauf. Dann kommt der Kaltgerätestecker wieder da rein. Es leuchtet schon, das ist gut. Und dann schließe ich einmal mein Messgerät an. So, und wir gucken mal, wie ich die Spannung hochregel. Das funktioniert und runter funktioniert auch. Also, ganz einfach, so schnell geht es.